Benommt ihr Leid. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben wieder was Neues für euch. Neues Catcher mit dem Shaw. Und der Vanessa. Seid ihr soweit? Dann geht's jetzt los. Himmel, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Also wenn es das ist, was ich jetzt denke, dass das es ist, dann... Bist du aus dem Bett gekommen? Ja! Ja. Vanessa, musst du mich so verschrecken? Muss nicht, aber wenn die Gelegenheit so günstig ist. Oh. Was schaffst denn du da so früh im Büro? Ich hab Rückenschmerzen. Da wollte ich mal im Internet gucken. Ob es an einer Schwangerschaft liegt. Da habe ich mich verklickt. Jo, das willst du mir verklickern. Schau, also nur zur Info. Frauen merken sofort, wenn beim Mann was im Busch ist. Was für ein Mann in was für ein Busch? Ach komm, jetzt stell dich nicht blöder, als du bist. Eine Frau ist nicht mehr Mann in sowas immer um einen Eisprung lang voraus. Sowas nennt man Intonation. Meinst du eventuell Intuition? Ja, das meine ich. Ich bin auch übrigens nicht blöd. Ich sehe schon, dass du hin am Rücken was versteckelst. Wie meinst du das jetzt? Ja, die Anna-Hand. Ah, der bitte dich. Ach, schau. Sei nicht kinisch. Ich brauche bloß die Lisbeth oder die Sophie anzurufen, dann weiß ich, was im Busch ist. Vanessa, das nächste Mal, wenn ich aufs Klo gehe, gucke ich eher schon in die Schüssel, ob einer von deinen Agentinnen drin auch. Dann ja. Was ist denn das? Oh Gott, was ist denn das? Schwangerschaftstest, würde ich sagen. Ah, ja, und? Wie, und? Was ist? Ich würde sagen, da ist jemand schwanger. Und nicht nur ein bisschen. Nee, oder? Ja, ich würde sagen, ziemlich wahrscheinlich, nee, eigentlich ziemlich sicher, eine Frau. Ach doch. Woran siehst du das jetzt? Also, erstens mal spüre ich das an der berühmten Institution. Mhm. Zweitens mal sehe ich es an deinem Angstschweiß auf der Stirn. Und drittens mal sieht man es an der Farbe. Hellblau wäre nicht schwanger, aber Blümchenrosa ist schwanger. Wer wird Blümchenrosa? Na, sauber. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mit Blümchenrosa was zu tun hast? Kein Kommentar. Oh, schau, also du wirst doch wissen, mit wem ich meine. Oder weißt du nicht, was mit der. Du bist über Bienchen und Blümchen nie rausgekommen, oder wie? Kein Kommentar. Ach, das kann natürlich auch ganz anders sein. So ein Test sagt dir gar nichts. Am Ende bist du gar nicht der Vater. Oh, das ist nämlich beim Huber-Richard passiert. Und das hat mir die Lisbeth erzählt. Und die hat es von dem seiner Mutter. Da war nämlich der Schornsteinfeger im Spiel. Und übrigens, im englischen Königshaus, da war es vielleicht nicht der Schornsteinfeger. Also jetzt ist Schluss, Vanessa, stopp. Bei mir ist das nicht so. Das habe ich heute Morgen bei der Brigitte gefunden. Deswegen kannst du trotzdem ein Schornsteinfeger oder der Gasmann. Bei deiner Brigitte? Oh, das ist ja... Also das ist ja eine Sensation. Da muss ich sofort die Lisbeth anrufen. Du rufst die Lisbeth nicht an. Ach schau, das weiß doch eh dann gleich das ganze Dorf. Da kann ich doch auch jetzt schon anrufen, oder nicht? Nein, du musst nichts anrufen. Ja, aber jetzt ist Schluss. Du weißt schon, dass das Folter ist? Das ist wie Butze... Ohne Kittelschürz. Pass mal auf. Du versprichst mir jetzt, dass du niemandem irgendein Wort darüber erzählst. Wiederhole das. Das? Das ist kein Spaß. Verstehst du, hältst die Waffel? Jo. Jo, großes Jungfraue, Ehrquatsch, Jungfraue, Landfraue, Ehrenwort. Aber sag mal, ehrlich mal unter uns. Es ist
ist doch schon ein Schlag ins Konto, oder? Meinst du, ich hätte mir das ausgesucht? Vom Opa zum Papa in 5 Minuten. Ich lach mich schäckisch. Der Charlie Chaplin ist mit 73 noch Vater geworden. Jo, er konnte das Boppelchen bloß nicht mehr auf dem Arm halten. Außerdem bin ich noch lang kein Opa. Gell, ich geh noch ab wie Raket. Jo, spritz ich. Naja, für eine Viertelstunde am Tag. Das ist eine Unverschämtheit. So, immerhin hat die Viertelstunde jo gelangt. Und deine Brigitte ist auch nicht mehr die Jüngste. Sie ist aber jünger als du, und zwar ganz erheblich. Ja, das ist jetzt eine Unverschämtheit. Nee, jetzt mal quitt. Lass das mal meine Sorge sein. Ach, schau, du machst dir das zu leicht. Das wird doch im Dorf jetzt hochsterilisiert. Was meinst du? Hier wird überhaupt niemand sterilisiert, ja? Ich spreche jetzt erst mal mit der Brigitte. Ach ja, das musst du machen. Ja. Das hätte ich gern, gell? Nee, mach ich auf mein Handy. Alla. Zwei, 3 Minuten habe ich Zeit. Dann muss es klappen, sonst platz ich. Lisbeth, geht ran. Ah, Lisbeth, endlich, ich bin's. Vanessa, du glaubst nicht, was ich weiß. Du, das ist es, die Sensation von Heimelsheim. Das ist ein Knaller, das schlägt Welle bis Schniffesheim. Nee, ich kann's dir leider nicht sagen. Ich hab's dem Jean versprechen müssen. Aber weißt du, wenn du selbst drauf kämst? Genau, also der Jean hat schon mal damit zu tun. Weiter, der Jean und ich nicht. Nee. Der Jean und die Brigitte. Ja. Ich hast aber nicht von mir gehört, gell? Also weiter. Ich geb dir einen kleinen Tipp. Nee, kein Krach. Die eine kriegt es vom Essen, die andere vom Saufen. Jo, nee. Ich meine jetzt, du hast es ja schon fast gehabt. Ja, der dicke Bauch, genau. Nee, die Brigitte hat sich nicht absaugen lassen. Im Gegenteil. Ja, genau. Ich hab den Schwangerschaftstest gesehen, du. Das bleibt aber bitte unter uns, gell? Von mir hast du nix. Also jetzt hab ich mir gefühlt 100 Mal. Was ist denn los? Ich wollte nur mal gucken, wo man vielleicht den Laufstall hinstelle. Soweit ist es noch lang nicht. Ich habe nicht einmal mit der Brigitte. Außerdem, vielleicht ist das gar nicht ihren Schwangerschaftstest. Wie? Du hast ihn doch in ihrer Wohnung gefunden. Meinst du, die Brigitte sammelt Schwangerschaftstests wie andere Leute Überraschungseier oder was? Sehr witzig. Also ich finde sowieso, dass Verhütung Männersache ist. Findest du? Ja. Es ist ja wohl logischer, gleich mit Platzpatrone als mit scharfer Munition auf kugelsichere Weste zu schießen, oder? Bitte? Und du hättest ruhig mal deine Kanone benutzen können. Herr? Das zeige sie am Fernsehen, die jungen Burschen haben all immer eine Kanone in der Tasche. Kondom, Vanessa, Kondom. Sag ich doch. Mein Papa hat immer gesagt, Bub, nimm dich in Acht vor Kondome, da kommt nichts dabei raus. Ja. Wofür ist es ja gedacht? Aber dass ich Vater wäre? Von einem Kind? Vielleicht sind es auch zwei. Ha. Sind nicht sogar Drillinge bei dir in der Familie? Vanessa, ich hab da hinten noch die alte Drillingsbüchse von meinem Papa. Also, wenn die kennenlernen will, ich, ach, ja, mal ruft er. Oh.
Weißt, wenn ich bloß an die Nächte denke. Ja, das schöne Lotterleben in Reblaus ist vorbei, mein Lieber. Bis du mal wieder durchschlafen kannst, ist das Kind erwachsen. Aber jetzt erst mal kommt das goldig spätische. Och, und die sabbele ja so schön. Und die sabbele den ganzen Tag. Und da weißt du auch, warum du so Latzhose trägst, gell? Und das schöne Geruch aus der Windel. Und die ganze Nacht Fläschchen gebe. Und mach mal schön Bäuerchen, mein Schätzchen. Brav. Ja, und das hast du müssen früher als Frau alles ganz allein machen. Aber die Zeiten haben sich schon doch Gott sei Dank geändert. Ja. Ja, aber Vanessa weiß das. Ja, es ist ja auch nicht alles schlecht, nicht? Nicht. Vielleicht sieht das Poppelchen ja mir ähnlich. Tja, das ist natürlich, oder wäre natürlich, Pech. Pech? Es gibt Schlimmeres. Ich habe gestern auf dem Markt wirklich ein hässliches Kind gesehen. Sag ich zu dem Mann neben mir auch, gucken Sie mal das Do-Kind an. Ich sag, das ist aber hässlich. Oh, ist der Besor. Oh, das, was ich mich erlaube, das wäre sein Sohn. Und da habe ich mich natürlich sofort entschuldigt. Ich habe gesagt, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie der Vater sind. Das ist ja richtig Besor. Wieso dann das? Was erlauben Sie sich schon wieder? Ich bin die Mutter. Schreinerei Kindermann. Hey. Fleischmann. Brigitte! Ja, ob's was Wichtiges gibt? Na, darüber können wir uns jetzt mal getrost unterhalten. Aber erst muss ich noch einen Auftrag erteilen. Ken Ton zu Lisbeth, sonst? Hm. Ja, nein. Es ging um Kunde. Ajo, Allah. Lisbeth, der Jean hat gerade die Brigitte an der Strippe. Jetzt wird's amtlich. Was sagst du? Ob das überhaupt vom Jean ist? Wer sagt es? Wie die Elfi? Der neue Schornsteinfeger von Schniffesheim wäre ein Feger. Ja, das passt ja dann, ja. Sein Ruf eilt ihm bis Schniffesheim voraus. Ah ja. Und der hat schon bei der Brigitte gefegt. Darf man gratulieren? Ja. Du bist vielleicht Expertin, du. Ah. Was ist denn das? Das. Nee, nur, also zu meiner Zeit war das ein Schwangerschaftstest. Zu deiner Zeit hat man Schwangerschaftstest wahrscheinlich mit Gellerieb gemacht. War es der Orgfresse, war die Maus schwanger. Also gut, es hat sich natürlich mit der Zeit alles tschechisch weiterentwickelt. Ja, die tschechische Weiterentwicklung ist nämlich so, dass die heutzutage der Schornsteinfeger die Abgaswerte von der Heizung und dem Ofen mit dem Schwangerschaftstest misst. Die Abgas und der Heizung? Aber der neue Schornsteinfeger, nee, der war noch gar nicht bei uns. Aber bei der Brigitte. Ja? Ja, und die hat's mir erzählt. Mensch, hast du ein Glück? Hast du ein Glück, dass ich so ein gutmütiger Mensch bin? Ey? Und dass du nix der Lisbeth erzählt hast?